denn wir stehen heute für die Umverteilung. Und zwar auch für die europäische Umverteilung. We stand here now for the European and we want to change. So, I give the words to Alexis Tsipras. Ich gebe jetzt das Mikro hier an Alexis Tsipras und er wird uns erzählen, was es wirklich bedeutet, wenn ein Land unter Sozialkürzungen in diesem Umfang leidet und was das Gemeinsame und Verbindende und europäisch Verbindende ist im Kampf gegen Steuerbetrug und für mehr Besteuerung von Vermögen. Γεια σας φίλες και φίλοι. Ήρθα εδώ σήμερα για να σας πω ότι οι Γερμανοί εργάτες, οι Γερμανοί εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν με τον ελληνικό λαό. Έχουμε κοινούς εχθρούς και κοινές διεκδικήσεις. Freunde, ich grüße Sie hier. Ich bin hierhin gekommen heute, um euch zu sagen, dass die griechischen Arbeiter nichts zu teilen mit den deutschen Arbeitern haben. Wir haben etwas Gemeinsames. Also wir müssen gegen diese Politik zusammen kämpfen, diese Sparpolitik, die die Griechen in die Armut treibt die letzten Jahre. Und eure Löhne und Gehälter einfriert. Und wir müssen den deutschen Arbeiter hier heute sagen, dass das Geld, was er für die Griechen angeblich bezahlt, das kommt nicht bei den Griechen an, sondern es wird dafür benutzt, um die Schulden bei den Banken zu begleichen und die Deutschen, die bankrotten griechischen Banken zu retten und die deutschen Banken auch. Seit 2,5 Jahren werden Sparmaßnahmen in Griechenland durchgeführt, die das griechische Volk in die Armut treibt. In die Armut, die damals vergleichbar mit der Armut der Leute während der Weimarer Republik zu vergleichen ist. Έχουμε φτάσει να έχουμε 30% ανεργία. 30% Arbeitslosigkeit und der größte Teil der Griechen leben an der Armutsgrenze. Viele junge Menschen suchen das weiter, suchen Arbeit im Ausland. Την ίδια στιγμή όμως, οι κάτοχοι του πλούτου, οι τραπεζίτες. Und gleichzeitig das Kapital, die Leute, die das Kapital, diejenigen, die das Kapital haben, die haben das Kapital ins Ausland gebracht und machen Gewinne dadurch. Was ich hier zu sagen habe, es gibt nichts zu trennen zwischen den Arbeitern und den Völkern in Europa, in Nord- und in Südeuropa, sondern es gibt die Leute, es gibt die Völker von Europa und es gibt die Kapitalisten, die nur reicher werden und die Leute ärmer werden. Es wird uns erzählt, dass die Empörten auf den Plätzen in Griechenland, in Spanien und Italien diejenigen sind, die Europa in Gefahr bringen. Εμείς τους απαντάμε ότι αυτοί που βάζουν σε κίνδυνο τη συνοχή της Ευρώπης. Wir sagen, dass Frau Merkel und die Rechte ist, die die Europa, den Zusammenhalt Europas in Gefahr bringt, die alles den Kapital und den Banken ausverkauft hat. Wir sind hier, um zu sagen, dass die Völker gemeinsam zu kämpfen haben für ein soziales, für ein demokratisches Europa und gegen eine Politik, die rechtsextreme Strömungen hervorbringen. Und diese Sparpolitik, die seit Jahren hier jetzt durchgeführt wird, hat in Griechenland, in der Wiege der Demokratie, in Griechenland die Blut gelassen haben in den Kampf gegen den Faschismus, die haben diese Politik, diese Sparpolitik hat das geschafft, dass die Faschisten ins Parlament kommen. Und wir sind hier, um genau an Frau Merkel und all diejenigen, die diese Politik betreiben, zu sagen, dass gerade das ist das Ergebnis eurer Politik, eure Sparpolitik, die seit Jahren betreibt. Hier sind wir, um unsere Stimme zu erheben, unsere solidarische Stimme mit den Arbeitern und dem Volk, dem griechischen Volk.
die hier kämpfen für ein soziales, für ein menschliches Europa. Να δώσουμε την υπόσχεση ότι αυτό το πρόγραμμα της σκληρής λιτότητας, το μνημόνιο, ο ελληνικός λαός θα το κάνει. Und wir sind hier, um das Versprechen zu geben, dass bald Griechenland eine linke Regierung haben wird, die das Papier zerreißen wird, auf dem diese Sparmaßnahmen drauf geschrieben sind. Die Demokratie ist die einzige Επιλογή für die Europa. Die kommunale Synergie ist die einzige Επιλογή für die Europa. Gemeinsam werden wir siegen, gemeinsam gegen die Banken und die Kapitalisten. Gemeinsam für ein soziales, für ein demokratisches Europa. Ich grüße Sie.